Willkommen zurück zu der Weinventil. Ich nehme diesen Part heute mal für den Voraus auf, also für den, sprich 8.3., da ich morgen einen Termin habe und ja, schon mal im Voraus etwas an der Venti produziere, da es halt sonst ja viel zu lange dauert mit dem Speichern und so, und das wäre mir morgen einfach dann zu ja, stressig. Von daher mache ich das ganz bequem jetzt am Vorabend. So, wir müssen noch eine Quest, glaube ich, abgeben. In der Kirche. Und ich möchte gern den Friedhof klären. So. Das alles geht jetzt also von der verfluchten Abtei los. Das spricht von hier aus. Wenn man auf die Karte guckt, da ist nämlich noch. Ja. Es gibt vielleicht einen besseren Startpunkt als den. Ich gehe mal nochmal rauf. Die Abtei ist ja hier. Ja. Warum nicht gleich direkt beim Friedhof? Genau. So. Und zwar zum einen haben wir noch bei der Kirche was abzugeben. Wofür es immer Erfahrungspunkte gibt. Und dann geht es zum Friedhof weiter. Ich habe wieder was nicht brauche verkauft, habe dadurch eine Menge Gold bekommen. Und zwar diese schöne Summe. Das ist nur ein kleiner Teil. Ich habe bereits in einer Truhe 50.000 Goldmünzen gelagert. Für den Fall der Fälle. Also ich fange langsam an, noch ein bisschen sparsam zu sein. So. Und wir müssen die Quest abschließen, indem wir hier einfach mit dem Mönche, was auch immer das ist, nochmal sprechen. So, hier mit dem Pater. Ah, ihr seid zurück, ja, Wind, Geheul, könnt ihr mir näher. Ihr seid nun in die goldene Kiste von dem Altar pinkeln. Was? Aber, Winnie, jetzt ist mir alles klar. Die ganze Zeit hat dieser kleine Schurke in den Messwein gepinkelt. Natürlich sind die Geister dieses Ortes durch diesen Feiern genau vor. So, jetzt geht er nach oben. Und dann, ja, einfach nochmal ansprechen. Das wär's. Danke, dass ihr mich über die ketzerischen Machenschaften von Winnie aufgeklärt habt. Ich werde ihn sofort wegschicken. Nun kann ich alles wieder normalisieren. Hier nimmt dieses Gold als Lohnung für eure Taten. Wisst ihr, wohin Winnie gegangen ist? Wahrscheinlich stromert er wieder in den Straßen von Flussheim herum. Wenn ihr diesen Taugenichts wirklich finden wollt, versucht das mal im Viertel. Dort habe ich ihn damals aufgelesen. Okay, ich muss nun gehen. So, die eine Quest wäre abgeschlossen. Und da hat er gesagt, Winnie finden wir im Armenviertel. Na, hat mir was nicht angezeigt. Gut, aber wir wissen jetzt, dass Winnie im Armenviertel ist. Falls wir den mal finden, können wir ihn ja mal drauf ansprechen. So, wir marschieren jetzt, glaube ich, Richtung Friedhof und kümmern uns dort mal um die Sachen, ja, das zu erledigende. Ich habe es bereits ohne zu speichern mal ein bisschen probiert, es ist theoretisch machbar, dass wir das jetzt geklärt bekommen hier. Wir müssen es einfach nur clever anstellen. Das ist alles. Dann müsste ich das schon hinbekommen. So, wir fangen mal mit der Klärung des Friedhofs an. Also mit der Säuberung. Na, komm schon raus. Ja. Schwache Zombies, die nichts aushalten. Der jedoch hält ein bisschen mehr aus, der Typ da oben. Das ist für mich die größte Gefahr. Ja. Du ziehst mich ruhig ein mit deiner komischen Wolke.
Mir soll es egal sein. Superregenerationstrank und schlangengoldener Plattenpanzer. Alles sehr schön. Das Ganze mal abgespeichert. Und nochmal gehalten. Bei Tränken muss ich mich mal kurz darum kümmern, dass. Okay, auf F2 sind die kleinen Magietränke. Das ist gut. Auf F2 liegen sie gut. Langbogen, den man verkaufen kann bei Zeitem. Weil ich brauche keinen Langbogen. Ich habe ein gutes Schwert. Und ich finde, ich habe vor einer Stunde oder so mal wieder Sacred gespielt. Aber ich muss sagen, es kommt meines Erachtens aber nicht wirklich an Divinity heran. Divinity ist für mich gerade ja, das Nonplusultra, was RPGs betrifft. Also von diesem Stil her. Es toppt tatsächlich Sacred in Maßen. In Meilen, sag ich mal. Es ist einfach so viel besser. Das Level-System ist besser. Das Quest-System. Alles sowas. Was nicht sein. Was nicht heißen soll, dass Sacred schlecht ist. Es macht natürlich Spaß. Das ist keine Frage. Aber ich finde einfach das System hier in Divinity einfach besser und die Spiele sind aktuell einfach lieber. Ich habe mir von Diablo 2 mal Videos angesehen, was mir schon, oder was in, glaube, LP von Onkel Wulf erwähnt wurde. Aber gut, es hat jetzt Gründe mit Kennen und Nicht-Kennen. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von Diablo. Ich habe mir bereits schon Videos angeguckt, aber ich muss auch sagen, das habe ich immer schon gesagt, mein Spiel ist es nicht. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht spielen. Ich werde es auch weder spielen noch Let's Playen. Dafür habe ich andere Sachen vor. Das nur mal so am Rande. So, jetzt kommt diese Krypta, wo wir schon mal gestorben sind. Wo ist, okay. Habe ich einmal schon erledigt. Stimmt ja, habe ich schon erledigt. So, aber wer ist in der Kirche drin? Oh, das ist doch Herzog Ferrol? Der alte Herzog? Seid grüßt, mächtiger Abenteurer. Äußerst beeindruckend. Es muss eine Herausforderung gewesen sein, hierher zu gelangen. In der Tat, sehr beeindruckend. Warum war dieser Ort versiegelt? Ich habe keine Ahnung. Als ich noch Herrscher war, stand dieser Ort stets allen offen, die die Gräber der alten Herzöge besuchen wollten. Wer seid ihr? Ich, oder vielmehr war Pendrak Ferrol, Herzog von Burg Eisenforst. Nun bin ich nichts weiter als ein rastloser, geplagter Geist. Ich hoffe schon seit Ewigkeiten darauf, hier in der Kapelle gefunden zu werden. Was hält euch noch im Land der lebenden Geist? Was wird widerfahren? Ich war auf der Jagd, als plötzlich ein Stich in mein Bein spürte. Ein paar Sekunden später wurde alles schwarz vor meinen Augen. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich von meinem Pferd fiel und hart auf den Boden aufschlug. Ich glaube, ich bin von einem vergifteten Pfeil getroffen worden. Meine Seele wird von keinem Frieden verlangt, ich weiß, wer mich tötete. Also glaubt ihr, wurdet ermordet? Möglicherweise könnt ihr euren Tod untersuchen. Würden ihr das tun? Würdet ihr mir wirklich zu meiner ewigen Ruhe verhelfen? Oh, ich hoffe, ihr habt Erfolg. Habt ihr irgendwelche Hinweise, welche ich getippt haben könnte? Als Herrscher des Herzogtums hatte ich viele Feinde, aber niemand, der fähig gewesen wäre, das jetzt tun. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das getan haben könnte. Ich würde sagen, weil ich noch was brauche. Ja. Neue Quest, wir müssen den Mörder des Herzogs Ferrol untersuchen. Hinweise auf Shrimp haben wir jetzt nicht gefunden. Mir wurde auch gesagt, dass ich ziemlich überrascht bin, wenn ich es rausfinde. Was hast du denn, Paul? Gute Götter, stellen Waffen weg. Könnte jemand verletzen? Entschuldigung, Kleinigkeiten. Hat's nach und Waffe, das können wir schon. Was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Mein Name ist Paul. Ich bin Leichtbestatter vom Friedhof. Ist Leichtbestatter? Jetzt sieht man mehr von eurer Arbeit. Oh, ist eine ziemlich interessante Arbeit. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Leute so glauben. Die erste Familie bezahlt mich sehr gut dafür, dass ich mich um die Gräber ihrer Familie kümmere. Ich muss gehen.
Okay, ja, stimmt, das hatten wir glaube ich schon. Das war der Totengräber. Ich möchte gerade mal was ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob mich das gerade jetzt gleich Ruf kosten wird. Geht das auf? Die Tür ist Geht nicht verschlossen. auf. So einen anderen Weg irgendwie in das Haus rein. Ne, sehe ich jetzt keinen. Das ist eine Schlange. Das ist eine Hintertür irgendwie, die man nutzen kann. Ich die vielleicht aufmachen. Das sind Bronzeschlüssel. Wie wunderbar. Oh. Ah, ein Toter. Na, ganz toll. Oh, ein Eintrag. Das brauche ich nicht. Hier. Ah, okay. Ist da hier ein Buch drin? Jetzt liest das Buch. Über Zombies sind andere Untote. Die Kunst zu vermeiden, von alten Kunden heimgesucht zu werden. Ein illustriertes Handbuch zum gewitzten Totengräber. Erfasst von Romulus Rotbart. Das Werkstatt muss den professionellen Totengräber allerdings räumen. Der Autor ein, dass er kein Narrativ für seine Rituale geben kann. Okay. In der Nähe des Friedhofs hat er ja die Aufgabe. Wir waren jetzt unten in der Krypta drin. Falls es gerade Krypta heißt, ich weiß nicht genau. Und wir waren in der Kirche drin, wo der Geist von Herzog Ferrol ist. Aber wir konnten noch keine richtigen Hinweise finden. Ja. Nein! Ach Scheiße! Wo habe ich denn jetzt? Ach, hier. Ich habe vergessen zu quicksafen. Naja, gut, egal. Dann lassen wir das Zeug hinten drin und kümmern uns jetzt mal rasch um die Feinde drumherum. Diesmal vergesse ich aber nicht gleich zu saven. So, zack. Zack, weg. Das mache ich rasch mal so, ausnahmsweise. Ein Heiltrank gefuttert und getrunken, und weiter geht's. So. Euch weg. Nerviges Schlammgetier. Da war der Soundbug mal wieder am Werke. Tschüss, Wolf.
ist auf jeden Fall in der Nähe des Friedhofs. Ich glaube, es hieß auf dem Friedhof. Ich bin gerade recht im Sinne. Jetzt habe ich die obere Ecke fast erforscht hier. Mache ich das doch fix mal. Und dann geht's zurück zum Friedhof. Na, Schlammkrams kommst. So, zurück zum Friedhof. Und dann schauen wir uns dort mal genauer um. Zum Thema Shrimpo. Eine, wie ich wohl erfahren habe, etwas seltsamer ist. Stimmt, hier ging es zum Dungeon. Hier ging es runter zu dieser Höhle. Das war ja dieser eine Dungeon, den ich noch vollenden muss bei Zeit im. Die ist noch ein Leichnam. Na, ich hasse diese Attacke. Das ist ein Grab. Geld. Schwimmpon. Wenn ich erst den Friedhof klären sollte, wurde mir gesagt. Dann muss es hier irgendwas zum Thema Shrimpo geben. Polgara, die Magierin. Sie musste alle Zaubertränke immer zuerst an sich selbst ausprobieren. Vor allem die mit Fischgeruch. Okay. Marius der Händler. Er lebte in stetiger Angst vor Trollen, leider nicht vor Fischgräten. Ist Schwimper schon tot oder wie? Nichts, das kann auch nicht. Das kann er nicht. Gibt schönes Schild, aber das hole ich mir noch ab später. Ich muss noch aufschauen auf die Questkarte. Schwimpo, Schwimpo, Schwimpo. Wo ist er? Ja, wo steckt Schwimpo? Oh ne, das Friedhof ist ja. Das kann ja nicht auf dem Friedhof sein, sondern quasi in der Nähe des Friedhofs.
Also so ganz hinter die Quest komme ich jetzt noch nicht wirklich. Hier ist Malcolm, der hat eine andere Quest gehabt in dieser Höhle. Danke, das war meine Spinne eigentlich. Aber egal. Das ist so ein Troll. Dachtest wohl, du könntest mich trollen. Haha, aber du trollst mich nicht. Vielleicht nehme ich mit. Zu tun. Jedenfalls eine Goldspur. Ist aber schon wieder eine Falle oder so. Ist aber bestimmt wieder eine Falle, diese Goldspur. Falls es eure Falle war, war es eine ganz schlechte. Trolle, Wölfe, Riesenspinnen, meine Güte, eine ganze Menge hier oben. So. 37 war ich, das heißt, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe circa 7 Minuten oder so. 7, 8 Minuten. Dann ist die halbe Stunde rum. Ich habe zumindest ein Stück erkundet. Wo komme ich denn an, wenn ich weiterlaufe? Ist die Straße nach Vitistis? Eigentlich würde ich sagen, bevor ich nach Vitistis aufbreche, wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich ich weiß nicht, versuche ich den Dungeon weiter oder lasse ich ihn erstmal stehen? Die Vampirhöhle gibt es ja auch noch hier in der Nähe. Wobei, Skillen muss ich auch ein paar Fähigkeiten. Ich glaube, die Vampirhöhle war jetzt eher, ja, da unten. Oder auch, glaube ich, genannt Höhle der Finsternis. Wobei, das passt ja zur Vampirhöhle. Ich bin, glaube ich, ganz nah dran. Da drüben müsste sein. Gucken in der einen Ecke, die noch aufgedeckt. Ja, wunderbar. Weg mit der Spinne. Okay. Dann bewegen wir uns mal Richtung Vampirhöhle. Das war, glaube ich, Geld, wenn ich gehört habe. Ja, das war Geld. Das Fleisch nehme ich auch gleich mit. Ja, und da ist sie, die Vampirhöhle. Hier wimmelt es von Fledermäusen.
bisschen nervig mit diesen kleinen Vampiren. Kommt nicht in meine Nähe, Sterblicher. Mir bleibt keine Wahl. Blut bildet Leben. Was meinst du damit? Warum hast du keine Wahl? Warum bestünde die Wahl? Ich fühle mich schwach, fast zu schwach. Ich muss diesen Knaben aussaugen. Seine Frage ist Überlebens. Warum darf er leben? Wo ich vor Gier nach seinem bisschen Blut vergehe. Aber der Junge würde das nicht überleben. Nein, das wird er sicherlich nicht. Aber es gibt keine Alternative. Ich bin nicht stark genug, ein anderes Opfer zu fangen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Der einzige Ausweg besteht darin, dass ich ein anderer Sterblicher selbst opfern würde. Opfern, du meinst sterben? Ah, nein, jemand, der kräftiger als dieser Knabe ist, würde überleben. Es ging nur ein Teil der Lebensenergie verloren. Ich könnte vielleicht so jemanden finden, ne? Warte nicht der Drogendealer von Georg in Allerworth? Ich kenne keinen Georg und auch niemals in Allerworth. Ich glaube, ihr verwechselt mich mit jemandem. Ich könnte suchen, jemanden zu finden. Nein, es muss sofort geschehen. Entweder du oder der Junge. Welche Sicherheit hatte ich, dass du mir nicht die ganze Lebensenergie aussaugst? Also gut, dann lass den Jungen gehen. Gut, okay, der Junge ist schon mal frei. Verdammt, ich fühle mich so schwach. Was hat dieser Bastard mir nur angetan? Töten Vampir, es war mir möglich, den Jungen zu retten, aber die Geschichte ist noch nicht ausgestanden. Solange der Vampir lebt, werden die Bewohner vom Flussheim ständig Gefahr leben. Aber der Blutsauger das Leben des Jungen geschont hat, werde ich wohl versuchen müssen, ihn irgendwie zu töten. Tja. Ich kann mich heilen, du elender Vampir. Na, warte. Doch bestimmt hier irgendwie ein Hebel oder so. Wie krieg ich denn da raus? Gut, aber ich kann jedenfalls mir merken, dass hier die Höhle ist. Und ja, werde zum Abschluss des Parts nochmal ganz kurz zurückgehen in den Hinterbezirk und Bescheid sagen, dass der Junge in Sicherheit ist. So, das war jetzt hier, glaube ich, nicht richtig. Weiter südlich. Ach stimmt, hier oben war ja der komische Sir Richard. Das war, glaube ich, die Frau, die ihren Jungen vermisst. Die uns halt auch dankbar sein wird, dass wir das getan haben. Welche Frau war das? Mal gucken.
Jedenfalls den Jungen haben wir gerettet. Carolina, Carolina, Carolina. Wo war diese Carolina jetzt? Carolina stand ja abseits hier. Ah, verflixt, wo war die denn? Wo war diese Frau? Da, Karen. Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Mein kleiner Martin ist zurückgekehrt und jetzt hinter mir, wie ihr geholfen habt. Ich bin euch so dankbar. Nicht die Rehwettwert, Frau. Jede Brasile hat genauso gehandelt. Oh, aber ich glaube nicht, viele Leute sind hier taub für die Sorgen ihrer Mitmenschen. Ich aber hier, oh, ihr habt tausendfachen Dank für eure edle Taten. Mein Junge ist mein einziger Lichtblick in dieser dunklen Zeit. Wie ihr seht, bin ich arm. Verzeiht mir, mein aufrichtiger Dank. Das ist der einzige Lohn, den ich euch geben kann. Wo ich euren Sohn helfen konnte, Carolina. Leb wohl. Ja. Vielleicht sollte ich meine Geschäfte nach Verdistis verlagern. Ivo, gegen die eingesessenen Händler habt ihr keine Aussichten. Die dulden keine neue Konkurrenz. Ja, damit wäre es auch geschlossen. Aber der Vampir lebt ja noch. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut rein. Das war's für heute von Divine Divinity. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.